So, da sind wir wieder. Ich bin bereit. Dann machen wir jetzt gleich den Angriff kaputt. Ich habe gehört, ihr hättet dem Reikmannenstrahl eine blutige Lektion erteilt. Bestimmt. Wir sind bereit, uns Angov zu stellen und ihn zu vernichten. Dank euch wird er sich jetzt nicht mehr vor uns verstecken können. Ich habe Sir Lannis erzählt, was da draußen geschehen ist. Ihr solltet euch ihm einmal vorstellen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Gut. Hier drüben, wir haben viel zu besprechen. Alles klar. Der große König Kasimir schickt uns, um Angov aufzuhalten. Mit der vereinten Macht von Drachen, Löwengarde und euch werden wir Angov sicher in die Knie zwingen. Dann machen wir das. Gut gesagt. Aber wir können diesem Schurken nicht einfach nachstürmen. Zunächst einmal schützt Angovs giftiger Nebel den Zugang nach Khat Bedraut. Er steigt von den Ranken auf und macht jeden krank, der ihn einatmet. Die Zaubermeisterin Benele glaubt, ihr könntet gegenüber seiner Wirkung immun sein. Klar. Wir müssen es riskieren. Wir haben keine andere Wahl. Ein Trupp Drachen ist dem Nebel erlegen, bevor er sich zurückziehen konnte. Dann hat dieser Trottel Darien auch noch ein paar Soldaten aus Kamlorn auf eine übereilte Rettungsmission geführt. Darien? Und sie wurden ebenfalls vom Nebel übermannt. Ich hoffe, die Soldaten sind noch am Leben. Dieser Nebel ist tödlich. Und dieser Narr aus Kamlorn, was hat er sich gedacht? Er ist direkt hinter ihnen her in den Nebel gerannt. Ja, das ist schon klar. Das macht er immer. Wo soll ich denn nach den Soldaten suchen? Sie können nicht zu tief in den Friedhof vorgedrungen sein. Der giftige Nebel wirkt schnell. Hoffentlich sind sie zusammengeblieben. Sobald er sie dort herausholt, können wir unseren Angriff auf Angov planen. Was ist hier den Truppen aus Kamlorn? Ein wagemutiger Adliger namens Darien hat eine Handvoll Soldaten nach Khat Bedraut geführt. Goldene Ritter. Er schien entschlossen, die Drachen zu retten. Aber er war auch ausgesprochen versessen darauf, sich Angov zu nähern. Er konnte gar nicht von den Werwölfen aufhören. Und warum ist Apatis hier? Und wer ist Apatis? Arkay möge mich blenden, wenn ich das wüsste. Als der König euren Namen erwähnte, hat der Hund die Ohren aufgerichtet und ist uns dann den ganzen Weg aus Deutschland nachgelaufen. Anscheinend freut es sich, euch zu sehen. Okay. Gut. So, zack. Im Moment lasse ich noch den Bogen ausgerüstet, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich hier jetzt ein bisschen... Ja, das war zum Beispiel falsch, ja. So, wie komme ich hier raus? Ach, ist ja egal. Irgendwie wird das mit meiner, Ja. War ich auch schon mal, oder? Das war's. Komm, macht euch bereit. Da ist er wieder. Hi. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Diese Nebel sind giftig und... Moment. Ihr seid ebenfalls immun? Denk mal nach. Rasbusen, was ist hier nur los? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich habe nicht nachgedacht. Ich bin einfach hierher geeilt, um den Drachenrittern zu helfen. Das ist typisch, Meine Wachen fingen an, nach Luft zu ringen und sind dann zu Boden gegangen, genau wie die Ritter. Aber ich nicht. Das sind die einzigen Überlebenden. Aber ich denke nicht, dass sie noch lange durchhalten. Sollen wir es noch rausbringen? Der Nebel wird zum Tor hin dichter. Sie würden es nicht überleben, den Friedhof so zu verlassen. Aber der Nebel scheint keine Wirkung auf die Nekromanten zu haben. Diese Amulette müssen sie beschützen. Tötet ein paar, nehmt ihnen ihre Amulette ab und gebt sie meinen Rittern. Okay. Schnappt euch lieber ein paar mehr, falls noch jemand auftaucht, während ihr weg seid. Ich bleibe hier und verteidige die Ritter vor den Untoten, die hier vielleicht vorbeiwanken. Das machen wir. So...
Das ist wiederum was für... lass mich raten, du hast ein Amulett. Und noch einer. Und... das ist natürlich Quatsch. Ist ja gut, Krähenfüße. Ah, da ist ja noch einer. Hui, direkt hier. Zack, einer. Zwei, vier, fünf, jawohl. Hat als zwei gegolten, ist super. Ahnenseite, dann nimmst du auch. So. Ja, gut. Dann nehmen wir die noch. Zack und zack. Und zack, und zack. Wieso sind die nicht... Achso, das waren alles nur Skelettschützen. Okay. Wie sieht's hier aus? Der Skelettkrieger interessieren mich nicht. Nehmen wir mal noch einen Runenstein. Nein. Ich brauche die Drecksnekromanten. Jawohl. Na, siehst du, ganz im Weiten. Super. Ja, ah, super. Das war ein Rundweg der besten Sorte. Naja, gut. So, dann ab zu dem Ritter. Jawohl. Diese schöne Frau von der Magiergilde ist soeben angekommen. Sie sagt, sie kennt euch. Ihr könnt mich später vorstellen. Die passt, ja. Mit den Amuletten. Diese Soldaten halten nicht mehr lange durch. Und mir fehlt die Magie, um meinen Schutzzauber ausweiten zu können. Darin hat mir von den Amuletten erzählt. Habt ihr sie? Mit etwas Glück funktionieren sie wie der Talisman, den ihr tragt. Okay. Perfekt. Vielen Dank. Ich werde sie meinen verwundeten Rittern umlegen und Darien kann sie dann in Sicherheit führen. Habt ihr noch mehr davon? Mit ihnen gelingt es mir vielleicht, den Nebel zu lichten. Ups, ja, hab ich. Wenn ich sie miteinander verschmelze und einen Verstärkungszauber wirke, kann ich meinen Schutzzauber ausweiten. Wenn ich es zu einem zentral gelegenen Punkt schaffe und meinen Zauber dort lange genug aufrechterhalten kann, sollten unsere Truppen dorthin vorstoßen können. Ihr müsst mich währenddessen nur verteidigen. Schaffen wir das mit dem Bogen? Wir schauen. Gut. Trefft mich in der Mitte des Friedhofs. Falls Angov bemerkt, was ich treibe, wird er jemanden schicken, um mich aufzuhalten. Wenn man mich beim Wirken des Zaubers unterbricht, schlägt er fehl. Und das wäre nicht gut. Okay. Mitte. Na? Ah, hier. Gut. Schnell jetzt, bevor Angov mitbekommt, dass wir hier sind. Bleibt in meiner Nähe. Ihr müsst sie mir vom Leib halten, bis ich mit dem Ritual fertig bin. Na, wo sind sie denn?
Okay. Dieser nächste Teil ist entscheidend. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und daher weiß ich, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Richtig. Außerdem hätten wir es ohne euch nie so weit geschafft. Das ist Wahnsinn, oder? Ne? Der hat es schon drauf, der Kleine. Ihr könnt nicht einfach in Angoffs gute Stube gehen und ihn zu einem Duell herausfordern. Er hat Diener. Seine Art hat immer Diener. Aber lasst euch davon nicht aufhalten. Wir sind schon zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Kommst du nicht mit? Ich werde euch folgen, sobald die Soldaten hier sind. Okay. Oh, sogar noch besser. Nehmt diesen Stein der Bindung, sucht einen sicheren Ort in den Katakomben und setzt ihn ein, um mich zu euch zu rufen. Ich werde sogar noch ein paar Soldaten mitbringen. Einige der Toten wurden von Schutzzaubern geschützt, die verhindern sollen, dass sie entweiht werden. Sucht nach diesen Grüften und setzt dort den Stein ein. Das sollte für unsere Zwecke sicher genug sein. Gut. Alles klar. Juhu. Kas Bedrott. Na. Und jetzt? Das war der Anfang. Gut, ihr habt den perfekten Platz für... Wartet, wo sind die anderen? Ja, Solanus und seine Ritter haben sich freiwillig gemeldet, mich zu begleiten. Aber ich sehe hier nur Dame Alexine. Wir müssen für den Stein der Bindung zu viele gewesen sein. Das ist nicht gut. Die anderen Ritter könnten über die gesamten Krypten verstreut worden sein. Naja, komm. Gut, aber hört mir genau zu. Es gibt nur einen Weg, diese Krypten wieder zu verlassen. Ja. Ihr müsst Angov töten. Wohin? Ich habe keine andere Möglichkeit, mit all den Schutzzaubern und Verteidigungsvorkehrungen fertig zu werden, da ich nun hier unten bin. Entweder er stirbt, oder wir stecken hier fest. Das sind unsere beiden Alternativen. Ja, oder wir sterben. Na ja, gut. So. Ach, hier. Na? So, was ist das denn noch? Noch was? Ah, gut, den kriegen wir hin. Hey. So soll es sein. Oh. Interessant, dass man euch hier trifft. Zaubermeisterin, wir haben draußen. Wenn ich rate. Oh, schon, ja, ich weiß, aber. Reden wir noch mit dem. Wir treffen einander immer. Der Zauber der lieben Gabrielle scheint fehlgeschlagen zu sein. Zum Glück haben sich einige von uns gefunden. Ich habe auch einen Blutdorn-Kultisten überzeugt, mir zu verraten, wie man an Angov herankommen kann. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich mir Mühe gebe. Und was hast du herausgefunden? Drei Schlösser schützen Angovs inneres Heiligtum. Ich schätze, selbst ihr werdet dort nicht durch ein einfaches Anklopfen Einlass finden.
Ihr braucht 3 Schlüsselscherben für die Schlösser. Mhm. Sie werden gut bewacht. Also werdet ihr ein bisschen töten müssen, um sie zu bekommen. Das schaffen wir. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber ich werde hier gebraucht. Mhm. Lannis kann gut mit einem Schwert umgehen, aber ich bin besser. Ich werde die Überlebenden beschützen. Sagt Lannis Bescheid, wenn der ist so klasse. Hm? Und wo finde ich ihn? Ich weiß es nicht genau, aber der Blutdorn-Kultist hat mir von den Wächtern erzählt. Mhm. Achtet auf eine beschworene Kreatur, eine unpassierbare Falle und einen Kriegergeist, der in Angoffs Dienste gezwungen wurde. Was ist mit der Kreatur? Ich weiß nur, dass Angoff einen Teil der gebündelten Kraft seiner Kultisten dazu verwendet hat, diese Kreatur zu beschwören. Mhm. Ich habe gehört, sie wäre mehr Pflanze als Tier. Und sie ist natürlich grässlich anzuschauen. Und die Falle? Eigentlich konnte ich aus dem Kultisten gar nichts über die Falle herausholen. Tut mir leid. Hier seid ihr auf euch allein gestellt. Wie auch sonst immer, ja. Und der Kriegsgeist? Als Angoff das erste Mal an die Macht kam, hat er anscheinend den Zorn eines Ritters erregt, der dann versucht hat, ihn zu töten. Mhm. Angoff fing den Geist des Ritters ein und zwang ihn in seine Dienste. So. Soweit ich weiß, ist er ausgesprochen mächtig und nicht besonders glücklich mit seinem Los. Okay, apropos Los. So. Dann machen wir das alles. Genau das wollte ich. Das ist jetzt alles viel zu viel. Na komm, wir machen das. Platz. Oh. Okay, Nummer 1. Oh, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Mal. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, weil... Ach komm, ich habe jetzt schon 2... Ich habe ja schon genug Bogen gemacht. Selene. Ihr seid der, der meinen Herrn vernichten möchte. Ich weiß, wonach ihr sucht. Ich würde es euch verraten, wenn ich könnte, aber stattdessen muss ich euch aufhalten. Ja, was ist denn? Ja. Die Schlüsselscherbe ist so fest an meinen Geist gebunden, wie ich daran gebunden bin, sie zu bewachen. Doch ich frage mich, ob ihr euch ein Rätsel anhören würdet. Ein nützliches Rätsel. Ja, komm. Was nicht unverhohlen ausgesprochen werden darf, kann dennoch angedeutet werden. Also, hört gut zu. In Fäulnis und Tod kann Angoff niemals sterben. Doch lebend Fleisch bringt sein Verderben. Ich muss die Scherbe demjenigen überlassen, der mir das bringt, was das lebende Fleisch jenseits dieser Krypta in sich birgt. Wovon sprecht ihr? Ich kann es nicht direkt sagen, sondern nur durch ein Rätsel.
Sucht das, was im nächsten Raum anders ist. Nehmt, was das lebende Fleisch birgt. Dann befreit mich damit. Okay. Dieser Geist, sein Blick, so kalt und hart. Er hört nicht auf, mich anzusehen. Er schaut direkt durch mich hindurch. Warum? Warum ist mir so kalt? Ja, egal, komm. Sie sind hier? Das sind gute Neuigkeiten. Ich gehe gleich los, um sie zu finden. Aber nehmt euch vor diesem Geist in Acht. Ich glaube, mich hat er bereits verflucht. In mir fühlt sich schon alles ganz trist und kalt an. Ja, die wirken so ein bisschen mimimi, aber ihr dürft nicht vergessen, ich bin hier der Super-Mega-Held. So. Was birgt das lebende Fleisch? Ja, schon da. Die gute Selene. Aha. Okay. Naja, das war jetzt nicht unbedingt das Rätsel. Seid ihr gekommen, um meinen Meister zu zerstören? Ich weiß, was ihr sucht. Ich würde euch ein einfaches Rätsel aufgeben. Allerdings befindet sich die Antwort schon in eurem Besitz. Die Rune, die ihr haltet, ist der Schlüssel zu meiner Welt. Ja. Das lebende Fleisch kennt des Rätsels Lösung nicht mehr. So. Ja, aber achtet auf das, was ihr sagt. Die Worte müssen genau so wiederholt werden, wie sie niedergeschrieben wurden. Ja, Moment. Wo steht was? Befreit vom Schlummer, ewige Dunkelheit kommt vor. Seid ihr gekommen, um mein... Ja, befreit aber achtet auf das, was... Ach, es ist geschafft. Stendar sei Dank. Hier, nehmt die Schlüsselscherbe. Ich bin frei, endlich aufzufahren. Vernichtet Angoff. Rächt mich und all die anderen, Nachricht. Die Opfer seiner Missetaten wurden. Ja. So, dann haben wir also jetzt... Die Falle. Na gut, ne? Das Selenchen. So, ich würde sagen. Schlecht, mein Schatz. So. Ich würde sagen, oh, der ist schon. Da ist der verbleibende Ritter. Kaltrot. Bleib zurück. Dieses Gebiet ist ja. Voller Fallen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe es beobachtet, um die Funktionsweise herauszufinden. Die Falle hat Wächter. Sie sind der Schlüssel, mit dem man sie entschärfen kann, denke ich. Ja, ja. Nachdem ihr eine Falle auslöst, habt ihr einen kurzen Augenblick, um sie zu entschärfen. Während dieser Zeit müsst ihr ihren Wächter besiegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Also bin ich nicht der Einzige, der noch übrig ist? Schön, das zu hören. Ich bin zwar ziemlich erschöpft, aber ich werde schauen, ob ich sie finden kann, sobald ich mich etwas erholt habe. Super. Nein, doch. Zu spät, mein Schatz. Da kommen wir nicht rein. Aha. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht, den Fall. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Ja, so, jetzt schauen wir mal auf die richtige Karte. Dann müssen wir da runter. Ach ja. Das ist halt viel schöner als mit Bogen. So. Und da. Mhm.
Sirene ist immer zu spät bei solchen Gegnern. Immer. Naja, gut, diesmal nicht. So. Erstmal nochmal den einen Ritter. Na komm. Na, wo ist er denn? Da ist er doch. Hallo. Bei den Acht. Schleicht euch doch nicht so an die Leute ran. Mach ich irgendwann doch nicht. Schlägt euch jemand noch den Kopf ab. Ihr müsst der Freund von Zaubermeisterin Benele sein. Ein Freund. Ihr seid dieser wahnsinnige Narr, der vor uns in die Katakomben gegangen ist, oder? Haben die anderen Ritter es eigentlich geschafft? Dieser Bindungszauber scheint mich ein bisschen vom Ziel abgebracht zu haben. Die anderen sind in der Nähe. Geh hin. Ich mache mich auf den Weg heraus, sobald ich eine Möglichkeit dazu sehe. Aber eine Warnung noch. Der Schlurfer in der Kammer vor uns ist außerordentlich stark. Falls ihr euch ihm stellen wollt, dann haltet ihn von den Totems fern, die ihn umgeben. Okay. Das werde ich machen. Mit etwas Glück können wir uns neu sammeln und euch auf dem Fuße folgen. Alles klar. So. Da ist der Schlurfer. Wo sind die Totems? Ah ja. Soll ich den vielleicht mal mit? Wow. Das war ja schwer. So. Ach. Tadam. So gestorben. Gut. Es sind so viele. Aber ich habe den Bogen schon ordentlich gelevelt. Wow. Was leuchtet da? Eine Laterne. Warum? Füße kann verändert werden. In was denn? Oh, das interessiert mich. Aber das machen wir jetzt nicht. Okay. Schaffen wir den? Den schaffen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bin dann auch, ja, ne? Ist ja der Endboss, dann besiegt Angov und dann haben wir erstmal eine dicke Quest nochmal gemacht und dann können wir die andere in Kenumbra finden, wobei die uns finden wird, bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben es ja jetzt geschafft. Wir hatten irgendwann mal so im Vorbeilaufen wohl eine der Quests in Kenumbra schon gemacht. Das war eine Story-Quest, die ich aber so AFK, nicht AFK, also offline praktisch schnell mal gemacht habe, so zwischendrin. Das war vielleicht ein Fehler. Weil ich bin ja auch viel durch die Gegend geirrt und so weiter. Und mit Catwurst Silber habe ich nicht mehr gerechnet. So. Ich würde sagen, das sind sie alle. Wir werden nach Kräften helfen. Aber bleibt weg von seinen Ranken. Machen wir. Also erstmal, zack, Folgenende. Und ich muss schon wieder eine Pause machen, was aber egal ist, weil, ne? So. Zack. Pause. Bin sofort wieder da.
Da ist er wieder. Da ist er auch wieder. Oh, ich habe Zuschauer. Hallo Alex, ich bin wieder da. So, und dann...